ist alles schön und alles beleuchtet und supi und toll und ja. So, jetzt gucken wir noch mal hier. Okay, hier war nichts. Kommen wir denn da oben jetzt schon irgendwie weiter? Ich gehe einfach mal so forsch hier einfach mal lang. Ich weiß es gar nicht. Einfach mal. Okay, anscheinend kommen wir. Ach, die Tür ist hier. Ach so, die Tür. Ich erinnere nur an P.T. an diesem Spalt. Ja, der war ja auch so gemein. Ja, gut, dann werden wir mal zurückgehen und schauen, was uns das jetzt gebracht hat, den Strom eingeschaltet zu haben. Denn ich denke, dass wir nicht mehr lange alleine bleiben werden. Ach ja, da oben, genau. Alter, Alter, hör auf mit der Scheiße. Alter, hör doch auf mit der Kacke. Ja, falls sich jetzt viele fragen, immer, das kann doch gar nicht sein, dass er sich so erschreckt, der sitzt doch wahrscheinlich voll weit weg. Nein, es sind noch nicht mal 1 Meter, wo ich vor dem Fernseher weg sitze und ich habe einen 42 Zoller. Ja, das sind vielleicht gerade mal 50 Zentimeter, wenn überhaupt, vielleicht auch 40. Und da kann man sich ungefähr vorstellen, also ich sehe nur noch das Bild, ich sehe gar nicht mehr meinen Raum drumherum. Okay, dann gucken wir mal, was wir hier alles finden. Da haben wir eine Tür zum. F Nein. Nein. Bei mir kommen gerade ganz schlimme Outlast-Erinnerungen hoch. Zum Verstecken bitte drücken. Oder ach, halten müssen wir auch noch. Ja, natürlich. Ich will das gar nicht. Oh, November. 2137. Ich glaube, das werde ich nicht mehr erleben. Aber es wäre schon toll, mal sowas wirklich in der Zukunft. Da ist eine Tür und hier ist ein Terminal. Was haben wir hier? Abspielen? Oh. Turner hier. Ich musste mich wieder mit diesem verdammten Suffkopf rumschlagen. Diesmal hat er mit dem Wartungsheber fast die ganze Tür demoliert. Brust zusammen! Er denkt wahrscheinlich, er ist sicher hier, will sich einschließen. Idiot. Wir haben genug anderes zu tun, als hier Babysitter für Alkis zu spielen. Babysitter für Alkis. Okay. Oh, da kann man speichern. Ja, speichern. Speichern, speichern. Ich will speichern, ich will speichern. Ja, ich will speichern. Ich will speichern, definitiv. So. Okay, also falls wir sterben, werden wir hier aufwachen. Hallo? Hallo? Ich vergesse immer wieder, dass man sich ja sich nach rechts und links lehnen kann, nach oben, nach unten. Ja. Mein Gott, zwei Türen. Wo gehen wir als erstes hin? Ich glaube, hier gehen wir mal gucken. Der Raum sieht nicht sehr einladend aus, aber egal. Was steht denn da? Es ist auf dem Kopf, ne, oder? Was steht denn da? Wait. Lito. Was steht da? Waits, ne? Warten, oder? Waits, glaube ich. Waits. Lito VS. Was ist das denn für ein Raum? Der ist ja total sinnlos. Boah, wäre das jetzt gemein. Ich drehe mich um und da steht irgendwie eine Fratze. Davor habe ich am meisten Muffen, dass sowas kommt. Okay, Wartungsheber benötigt. Brauchen wir wieder. Was haben wir hier? Oh. Ich dachte, man kann die Tassen umschmeißen. Oh, das sieht aus wie eine Werkzeugkammer. Ich denke mal, dass wir. Liegt da einer? Tatsache. Dass wir wahrscheinlich unser erstes Werkzeug bekommen. Was ist das? Es bewegt sich. Es ist ein Puzzleball. Ein Puzzleball. Oh, wie geil ist das denn? Das sieht aus wie ein Amiga-Controller. Naja, cool. Oder wahrscheinlich ein Sega-Controller, weil das Spiel ja von Sega ist. Überall umschauen. Oh, ein Radio. Machen wir Musik an. Ist ein bisschen besser. Di, di, di. Bestimmt nicht jetzt. Oh, Scheiße.
Und da ist wahrscheinlich der Wartungsheber und ein... Mal so viele Sachen. Wie kommen wir denn da rein? Ah, bestimmt durch den Schacht. Okay, der quasselt nur. Ich dachte, da kommt ein bisschen Musik. So, dann wollen wir mal. Wahrscheinlich kommen wir jetzt zu dem Toten. Ich hoffe mal, dass wir zu denen kommen. Ach du Scheiße, ist das dunkel hier? Hallo? Warum sind hier so Blutflecken in dem Schacht? Oh. Was? Spielen wir erstmal das Band ab. Ich will eine Beschwerde einreichen. Bei der höchsten Instanz. Mein Name ist Zachary Watson. Watson. W-A-T-S-O-N. Haben Sie es verstanden? Meine Beschwerde ist das. Die Scheiß-Marshals. Die sollten uns beschützen. Das ist ihr Job. Irgendwas ist hier bei uns auf der Station und keiner weiß was. Wir haben so Klammern an die Türen gemacht. Abgesperrt. Wie, um niemand rauszuhalten. Ich hab solche Angst. Solche... Scheiße. Es ist kalt. Ich glaube, das Scheißteil funktioniert nicht mal. Okay, der arme Kerl. Das ist also Watson hier. So, dann nehmen wir mal eben die Ausweiskarte. Und den Wartungsheber. Lass los. Das glaube ich besser gebrauchen. Auf jeden Fall. Damit können wir also die Türen öffnen. Die mit so einem Riegel hier versperrt sind. Ich werde aber mal eben ganz schnell in meinem Inventar mal nachschauen, ob wir jetzt hier... Da unten steht Z. Watson. Den haben wir also gefunden. Frachttransport. So, Code 6132. Haben wir schon mal 1 von 50 gefunden. Hui. Nur nicht so viel. Ach du Scheiße. Hat sie jetzt... Achso, das hat sie einfach hingeworfen, okay. Ja gut, dann können wir jetzt natürlich auch die anderen Türen öffnen, die so eine Klammer haben. Aber ich... Dieser Tisch... Der stand vorhin noch. Also mit den Tassen, wo ich noch so lustig gesagt habe. Der. Wer macht denn sowas? Ich, okay, ich gehe erstmal hier rein. So. Ja, auf jeden Fall. So. Ist das cool animiert? Muss man ja mal lassen, also. So, was haben wir denn hier Schönes drin? Schauen wir mal. Da liegt was. Was? Diese Physik-Engine. Komponente B. Sehr schön. Ein Abspielgerät. Und Schrott. Habe ich das richtig ausgesprochen? Echt? Also, wenn Sie mir noch nicht mal Ihren Namen sagen können, dann kann das ewig dauern. Ich will nur etwas über Ihren Chef erfahren. Er hat sie alle ganz schön in die Scheiße geschubst. Irgendjemand muss doch verantwortlich sein. Ich werde dafür sorgen, dass jemand verantwortlich ist. Nein? Sie sind stur, was? Turner, schalten Sie das Band aus. Vielleicht ist unser Freund hier nur schüchtern. Ja, ich bin schüchtern. Okay, das war ja der Raum, der sinnlos war. Dann gehen wir mal... Oh Gott, das ist der Raum mit dem Verstecken, ne? Hallo? Ist da jemand?
Was? Hallo? Ich bin ganz schön mutig, bin ich ganz ehrlich. Und man muss ja mal loben, ne? Ich bin noch nicht gestorben. Bis jetzt noch nicht gut. Bis jetzt ist auch noch nicht viel passiert, muss man dazu sagen. Ich weiß, dass unten ein Raum war, den wir auch noch freischalten konnten mit diesem Werkzeug. Und ich glaube, wir werden jetzt nicht mehr lange alleine bleiben hier auf dieser Station. Ich glaube, ich... Hallo? Hallo? Ich habe eine Leuchtfackel. Ich werde sie benutzen. Ja, auch gegen dich. Du, keine Ahnung, was du gerade hier, wer auch immer hier ist. Die Tür werde ich noch nicht öffnen. Ich werde erstmal da hinten nochmal weiterschauen. Weil da hinten bin ich mir ziemlich sicher, dass da noch eine Tür war, die auch so einen Riegel hatte. Tim, tim, tim. Tim, tim, tim. So, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr alle da seid. Willkommen zur Let's Play Live Show. Jeden Freitag, jeden Samstag ab 20 Uhr gibt es die Let's Play Live Show auf diesem Channel hier. Wie gesagt, jeden Freitag, jeden Samstag ab 20 Uhr. Und falls ihr mich besuchen möchtet auf YouTube, ob ich einen YouTube-Channel habe, schreibt einfach Werbung in den Chat und schon schreibt der Nightbot meinen YouTube-Channel für euch. Hier ist nämlich die Tür, ich wusste es doch. Genau, einfach Werbung schreiben und schon seht ihr mein YouTube-Channel. Reflex GER heißt der übrigens. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da einfach mich mal besuchen kommt. Ein paar Let's Plays sind dort, ein paar Videos, ein paar tolle, wo ihr wahrscheinlich sehr, sehr viel Spaß haben werdet. Oh. So, dann schauen wir doch mal. Was haben wir denn hier? Okay, hier haben wir nichts. Was ist das? Oh, eine Werkbank. Sensor einsammeln. Mhm. So sehen also moderne Werkbänke aus. Aha. Könnte ich mitleben. Schrott einsammeln. Schrott einsammeln. Sehr schön. Was haben wir hier? Oh, ein Fenster. Mhm. Es hat sich ja auf jeden Fall schon mal gelohnt, weil wir haben nämlich ein paar mehr Ressourcen eingesammelt. Ich könnte mir vorstellen, dass ja, Ressourcen sehr, sehr knapp hier... Dass Ressourcen sehr, sehr knapp hier sein werden. Okay, die Tür ist immer noch zu. Wie kommen wir denn zu dem rein? Ist da irgendwie eine Möglichkeit, zu dem reinzukommen? Achso, da brauchen wir das andere Werkzeug. Das heißt also, dass wir in dem gesamten Spiel hier nochmal zurück können. Oder vielleicht nicht im gesamten Spiel, aber vielleicht in diesem Levelabschnitt. Obwohl, ich habe bisher auch noch keine Ladebildschirme gesehen, was jetzt neue Levels angeht. Naja gut, schauen wir mal. Also, gehen wir mal zurück zu der Haupttür. Vielleicht finden wir ja noch den Iron Schneider. Das Hebewerkzeug haben wir ja jetzt. Bis jetzt läuft es eigentlich alles ganz cremig, ja. Ich finde es schön. Ich finde es... sehr schön ausgeleuchtet. Grafisch ist es schon echt eine Wucht. Also, muss man echt mal lassen. Also, nicht so veräppelt worden mit den Trailern wie bei Colonial Marines. Also, das Spiel hält wirklich das, was es verspricht. Und so muss ein Alien-Spiel wirklich sein. Oh. Okay. Mein Name ist Ripley. Woher kommen Sie, Ripley? Von einem Schiff. Hier gibt es keine Schiffe. Jetzt schon. Prima. Große Klasse. Hier läuft's nämlich nicht so toll. Hier ist was explodiert. Alles hat gebebt. Ich hab's gesehen. Meine Liebe, das ist das geringste unserer Probleme. Ja? Ja. Hier ist etwas auf der Station. Etwas, das Sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Ein Killer. Verstehen Sie? Okay. Okay. Wie heißen Sie? Axel. Axel Foley. Ich bin hier mit zwei Kollegen angekommen.
EVA. Die Explosion hat uns getrennt. Können Sie mir helfen? Warum? Weil Sie sich hier auskennen. Nein, ich meine, warum? Was ist für mich drin? Ein Platz auf dem Schiff. Oh. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ich muss zur Kommzentrale. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Heute ist Ihr Glückstag. Na los, Süße. Seekson Communications befindet sich im Systec-Turm. Das ist ein ganz schönes Stück, aber wir können durch den Frachtbereich zu einem Transit gelangen. Aber vorsichtig. Da lauern so einige Gefahren. Okay? Ich frage mich, warum diese Zwischensequenzen doch ganz schön ruckeln. Also das Spiel allgemein läuft, glaube ich, auf vollen 60 Frames, ja, in 1080p. Aber dass diese Zwischensequenzen noch so ruckeln, ihr werdet es wahrscheinlich auch schon sehen, wundert mich ein wenig. Gut, ich muss dazu sagen, ich habe das neue Update noch nicht gezogen, was hier rausgekommen ist zum Release jetzt, oder beziehungsweise vorm Release. Vielleicht mag es auch daran liegen, aber das ruckelt ganz schön. Aber sonst ist das Spiel... geil. Ja. Und was wir mit Axel dort erwarten, sehen wir gleich nach einer kurzen Pause. Wir machen eine kleine PP- und Pupu-Pause, Raucherpause, Chipshol-Pause. Ich weiß ja nicht, was du gerade machst da oben mit deinem Pyjama, mit deinem Teddybär-Pyjamo. Pyjamo ist auch gut, Pyjama. Und dann gehen wir hier gleich weiter und ich hoffe, ihr seid immer noch dabei. Wie gesagt, hier in der Let's Play Live Show Alien Isolation und ich würde mich freuen, wenn ihr immer noch dran bleibt. Also bis gleich.
So, willkommen zurück zur Let's Play Live Show. Jetzt nicht wundern, dass ich nicht im Bild bin. Ich habe den Nightbot gefixt, also ihr könnt ihn auch begrüßen mit Hallo und Werbung schreiben, dann seht ihr auch meinen YouTube-Channel wieder. So, ich begrüße jetzt einfach mal alle, die da sind. Also, Nice King, einen wunderschönen guten Abend, hallo Underworld, hallo Disco Boy 123, hallo Dobermann 1983, hallo Gamer Tomde, habe ich das richtig ausgesprochen? Ich hoffe schon. Gortox 78, hallo Geolinks, hallo Hugo V. Stiglitz, ich grüße dich, hallo Klangkasper, hallo KST 042000, Loki La, hallo Lila, hallo Manbat, hallo Monty, hallo Nunyux, hallo Omega Scope, hallo Papalsdorf, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, hallo Rambo, hallo Shadowboy, hallo Visator, hallo Vladiboss und hallo Kalunax. Ich grüße euch alle herzlich zur Let's Play Live Show. Schön, dass ihr alle da seid. Und jetzt geht's natürlich weiter, wenn ich meinen Controller finde. Wo habe ich ihn hingelegt? Ah, hier. So. Ja. Und wir müssen ja dazu sagen, ich bedanke mich natürlich erstmal fürs Kompliment, ein toller Let's Player dafür erstmal. Wir müssen dazu sagen, wir haben noch niemals das Alien einmal gesehen und ich habe echt schon Gruselatmosphäre pur hier in diesem Spiel. Wie gesagt, besucht mich einfach mal auf meinem YouTube-Channel, würde mich freuen, Reflex GER, und wir müssen mit Alex jetzt hier zu der Kommando. Sind Sie mir da hinten gefolgt? Ich musste Abstand halten. Man kann hier nichts riskieren. Oh, okay. Darf ich mich umsehen oder? Weil er so vorgeht gerade. Bleiben Sie bei mir. Keine Bewegung. Oh, okay, okay. Wir wollen keinen Ärger. Wer sind Sie? Ich bin John. Das ist Ringo. Das sind nur ein paar Idioten. Wir haben für sowas keine Zeit. Komm schon, Jenna. Wir wollen zur Kommunikationszentrale. Können Sie uns helfen? Wir brauchen deren Hilfe nicht. Bist du dir sicher? Verrat Ihnen nichts. Der Aufzug funktioniert wieder. Jenna, Prost, los, okay? Es tut mir leid. Viel Glück. Okay. Haben die hier irgendwie was? Achso, ich darf da gar nicht hin. Okay. Was zur Hölle sollte das denn? Warum waren sie so übel aggressiv? Alle haben scheiß Angst und gehen sich darum eben aus dem Weg. Ist sicherer. Left to rot. Oder rot. No hospital, no authority, no hope. Keine Hoffnung, kein Hospital, no authority. Keine Autorisation. Oh, sowas kenne ich normalerweise aus dem Flughafen. Was steht da? Tomorrow, oder? No? Together, future? Keep out. Mhm. So, boah, sieht das geil aus. Entschuldigung. Boah, sieht das geil aus. Ich hoffe, der Stream läuft einigermaßen okay für euch. Und nicht sehr verpixelt. Ich bekomme ja bald meine 150er Mbit-Leitung. Und dann natürlich Moment. Auch in HD. Lassen Sie mich den Fahrstuhl rufen. Entschuldigung. Gestatten Sie? Die Station ist alt und eigenwillig. Diese Beleuchtung sieht so geil aus. Das ist ein Fahrstuhl? Na, worauf warten Sie? Das sieht aus Drücken wie Sie den Knopf. Welchen Knopf? Achso. Tipp. Oh. Seien Sie hier bloß ruhig. Es könnten Leute unterwegs sein. Ich fände es ganz nett, wenn Sie mir endlich sagen könnten, was da los war. Sofort! Hören Sie mal zu, Herzchen. Wenn wir es zum Schiff schaffen, können wir uns ausruhen, plaudern und gegenseitig die Haare flechten. Ja, wenn wir es zu meinem Schiff schaffen. Ich muss wissen, was los ist. Jetzt, sofort! Na schön. Wie gesagt, ein Killer ist los. Ein Killer? Was soll das überhaupt heißen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen. Was soll das heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein, was anderes. Ein Monster. Wie er da steht. Mortal Kombat! So stand er die ganze Zeit. Oh. Ah, jetzt ist echt... Entschuldigung, dass ich es ja immer wieder sagen muss, aber es sieht so geil aus mit dieser tollen Beleuchtung. Wie er guckt, er hat voll Angst. Guck mal. Wie geil das aber auch gemacht ist, dass er so guckt, als hätte er Angst. Cool gemacht. Oh, hier liegt was. Bindemittel. Mhm. So, dann schauen wir mal. Vielleicht... Ich fühle mich jetzt schon ein wenig sicherer, dass wir zu zweit sind. Mal gucken, wie lange das anhält. Halten Sie L1 und bewegen Sie sich... Hier weg. Hier lang. Runter. Was? Achso, okay.
Ach, jetzt kriegen wir... Ah, so. Draußen ist irgendwas. Geh weg. Alter, die haben Knarren. Ich hab nicht mal... Ich darf mich nicht nach oben lehnen. Warum? Nager, wir müssen an denen vorbei. Folgen Sie mir. Da hat sich gar nichts bewegt. Du hast nichts gesehen. Folgen Sie Axel in die Schächte. Axel Foley. Hallo? Freunde von Ihnen? Aber wir haben keinen... Schon mal über den Weg gelaufen. Wir mögen keine Fremden. Nicht mal nette Typen wie mich. Mir fällt kein... Ich zieh Sie nicht auf, Herzchen. Wenn Sie sich bemerkbar machen wollen, bitte, ist Ihre Beerdigung. Die Waffen sind nicht zum Spielen da. Jemand muss etwas unternehmen. Das machen Sie. Man nennt es Überleben. Mir fällt gerade ein bisschen auf, wir haben gar keinen eigenen Schatten. Finde ich ein bisschen schade. Weil für so ein tolles Spiel, was so toll ausgeleuchtet ist, ein bisschen schade eigentlich. Aber egal. Soll uns nicht dran hindern. Ist trotzdem ein tolles Spiel bis jetzt. Gefällt mir richtig gut. Ich freue mich schon auf den Überlebensmodus. Die Angst macht die Leute verrückt. Ist mir schon aufgefallen.